Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen! Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich habe heute für euch eine coole Kartenidee. Und zwar könnt ihr da diese Karte zu jedem beliebigen Anlass gestalten und halt ganz besonders für einen wunderbaren, besonderen Tag. Wenn jemand darauf hinfiebert und sagt, ich freue mich so, dass ich zum Beispiel endlich 18 werde oder endlich jetzt Weihnachten oder ein Kind kommt in den Kindergarten oder in die Schule. Also da kann man diese Karte zu jedem Anlass gestalten, so eine kleine ABC-Karte für die Schule oder so oder natürlich auch zum Geburtstag. Und ich habe euch im letzten Video schon eine Countdown-Karte gezeigt oder im nächsten, das weiß ich nicht genau, wie ich es darum hochlade, aber es gibt noch eine zweite Idee zu einer Countdown-Karte, die habe ich euch aufgenommen. Und diese Idee heute ist aber eine, die ihr ohne Stanzformen machen könnt. Bei dem anderen Video ist es so, da braucht man Stanzformen dafür. Und bei dieser Karte ist es ein bisschen anders, da braucht ihr nur ein Tool dafür und könnt diese Karte super gestalten. Und ich zeige euch jetzt mal, wie das funktioniert. Vorher habe ich zwei Ideen für euch. Also wie gesagt, macht die auch gerne mit ABC oder da gibt es wirklich jeden Anlass. Urlaubskarte, endlich Ruhestand und so weiter. Das werdet ihr auch im anderen Video sehen. Das gibt natürlich ganz viele Möglichkeiten für den Anlass dieser Karte. Und diese Karte hier heißt endlich, und dann kann man hier vorne, also so ein kleiner Abreißkalender dran und man reißt dann jeden Tag einen Bogen ab, noch einen Bogen ab, so geht es immer weiter und zum Schluss kommt dann die 1 und dann kommt endlich 18 und das glitzert, hoffentlich sieht man das im Video. Also hier ist die Idee, eine Karte zu machen für jemanden, der endlich 18 wird und dass der dann jeden Tag, 7 Tage bevor es losgeht an seinen Geburtstag, ein Zettelchen abreißen kann. Ich zeige euch das jetzt mal hier kurz. Ich habe jetzt einfach zwei so Bögen. Und wenn ihr euch jetzt hier vorne die Zahl vorstellt, zum Beispiel, machen wir es mal kurz drauf. Könnt ihr natürlich auch draufschreiben, gell? Das muss nicht ausgestanzt sein. Dann könnt ihr da jeden Tag einen Tag abreißen und dann habt ihr den nächsten, dann könnt ihr das wieder abreißen. Und so habt ihr dann am Ende dann wirklich noch eure Botschaft da stehen. Okay, und das Ganze habe ich jetzt auch noch als Weihnachtskarte gestaltet, weil ich das auch total schön finde. In Vorfreude auf Weihnachten habe ich hier eine schöne Karte gestaltet. Ach genau, ich habe euch auch die Innenseite noch nicht gezeigt von meiner 18-Karte mit kleinem Feuerwerk. Glückwunsch zum großen Tag. Das wäre so die eine Idee. Und diese Karte ist eben eine Weihnachtskarte, hat eben auch 7 Tage. Das könnt ihr beliebig machen, nur 3 Tage, 15 Tage, je nachdem, was ihr wollt. Und wenn ihr alle abgerissen habt, kommt hier die Botschaft, schöne Feiertage und viele magische Momente im neuen Jahr. Also auch eine ganz tolle Karte, wie ich finde. Und vielleicht sogar wie so ein kleiner Adventskalender vor Weihnachten. Okay, und die machen wir heute gemeinsam, damit ihr seht, wie das funktioniert. Leider habe ich noch nicht mein neues Stanzset im neuen Katalog. Im neuen Mini-Katalog sind nämlich wunderschöne Baumstanzen, die ich total schön finde und die ich bestellen werde. Aber ich habe die jetzt noch nicht mitbestellen können und muss noch ein bisschen drauf warten. Und deswegen greife ich auf ein älteres Set zurück, das aber auch wunderschön ist. Und das habt ihr vielleicht zu Hause und dann könnt ihr gleich mitbasteln, wenn ihr Lust habt. Okay, starten wir. Diese Karte, was ich noch sagen wollte, genau, ist natürlich auf jede Größe, die ihr haben wollt, anpassbar. Also ihr könnt zum Beispiel, ich habe es jetzt mal hier als kleinere Beispiele gemacht, diese Kalender vorne natürlich auch kleiner machen, wenn ihr einen normalen Kartenformat habt. Das ist jetzt eine größere Karte. Macht auch vielleicht kleinere Abreißkalender. Ihr seid da komplett flexibel. Ich zeige euch, wie man das macht. Und dann könnt ihr das genau an euer Kartenformat auch anpassen, in jeder Größe. Vielleicht zum kurzen Vergleich, dass ich es nachher nicht vergesse. Dieser Abreißkalender ist 5 cm breit und ich meine 6 cm hoch, genau. Und das wäre jetzt einfach kleiner, da wäre der 3,5 breit und 5,5 hoch. Und der ganz kleine wäre auch voll süß. Der hätte 2,5 in der Breite und ist 4 cm hoch. Also da hättet ihr noch andere Größenverhältnisse und könnt dann entscheiden, was für eure Karte gut ist. Für eure Kartengröße. Okay, wir machen jetzt eben nochmals diese große Version und als erstes brauche ich meinen Papierschneider. Ich habe hier einen Farbkartonbogen in Waldmoos. Vielleicht zeige ich euch noch kurz das Material, das ich benutze. Ich habe einmal jetzt hier Waldmoos Farbkarton, Farbkarton Vanille pur, weil das einfach zum Designerpapier passt. Da sind immer die Bestellnummern. Und das Designerpapier seht ihr hier. Das ist wunderschön.
Aus dem Online-Exklusiv hat auf der einen Seite immer eine schlichtere Seite und auf der anderen eine Seite mit so Gold-Effekten. Also hier sieht man es auch ganz gut. Und da sind aber teilweise auch ganz schlichte Designerpapiere dabei, so wie das hier. Hinten auch Zweige schön oder Glöckchen. Also das ist wirklich ein tolles Papier. Und das heißt, Grün-Goldene Weihnachten ist ein großes Papier und hätte diese Bestellnummer, falls ihr das braucht, bestellen wollt. Und los geht's mit einem großen Papier, weil wir eine große Karte machen. Das schneide ich mir jetzt zu auf 28 cm in der Länge. Also an der langen Seite auf 28, leg hier drüben 28 an und schneide mir das einmal. Und in der Höhe auf 14 cm. Hoppla. Und falls mir das dann an der langen Seite in der Mitte von der Karte bei 14 cm, dann kriege ich eine schöne Klappkarte hin. Falls mir das einmal um und einmal schön nach, dann habe ich eine schöne Karte. Dann brauchen wir ein Stück von diesem Designerpapier, das ich euch gezeigt habe. Und da habe ich mir schon eins hergerichtet, ein bisschen anderes. Das ist das hier, das hat das Maß 13,5 x 13,5. Und weil ich es schon in der Hand habe, schnappe ich es mir auch gleich und klebe es mir auf. Und ihr braucht auch noch für innen rein eine Karte. Ich habe da jetzt Vanille pur benutzt und es hat das gleiche Maß, 13,5 x 13,5. Und das kleben wir uns einmal außen drauf und einmal innen rein. Ich habe das nur noch ein bisschen bestempelt mit Waldmoos und ich zeige euch auch gleich nochmal das Stempelset und was ich hier benutzt habe. Ich habe so viel wie es geht von der Deko eigentlich schon hergerichtet, damit ihr diesen Mechanismus heute ganz ausführlich beschrieben gezeigt bekommt. Okay, also kurz zum Stempel- und Stanzset. Ich habe hier Baumzauber benutzt. Das ist ein älteres Set, hatte damals diese Bestände. Also falls ihr es noch sucht, wenn es bei eBay oder so irgendwo gebraucht noch zu kaufen gibt, die Bäume, die Stanzformen heißen Weihnachtsbäume. Da waren ganz viele tolle Stanzformen dabei und da habe ich mich aus diesem Stempelset komplett bedient. Aber ich dachte, Bäume hat man meistens zu Hause und da könnt ihr auch die nehmen, die ihr habt. Und die Farbe zum Stempeln ist Waldmoos, hätte diese Bestellnummer. Und die Motive sind eben auch aus komplett diesem Stempelset. Okay, also wir widmen uns jetzt gleich mal diesem Mechanismus. Genau, und dann nehme ich jetzt ein ganzes Papier. Ihr nehmt auch vielleicht Reste, gehen genauso. Wir brauchen einmal einen Streifen in 6 cm mal 25 cm. Und noch einen zweiten Streifen, der hat 10 cm mal 6 cm. Also ich schneide mir den jetzt auch nochmal bei 6 cm und in der Länge bei 10 cm. Und mit diesen beiden werkeln wir jetzt weiter. Und dazu nehme ich mir einfach so einen Block und ein Geodreieck. Und das lege ich mir bei 1,5 cm von unten an. Und hier ist es wirklich wichtig, dass wir genau arbeiten, dass wir das richtig schön anlegen. Es geht nicht ganz durch, oder? Geht es ganz durch? Nee, geht nicht ganz durch. Also ich lege mir hier unten die Linie richtig schön an und halte mir das jetzt richtig fest. Und jetzt kommt der Clou bei der Sache. Ihr braucht für diese Kartenart diesen Aufhebehelfer-Zusatz. Dings, Roller. Und zwar heißt es Bastelaufsätze für Aufhebhelfer. Es hätte diese Bestellnummer hier unten, wenn ihr das braucht. Vielleicht habt ihr es auch schon zu Hause. Und da sind noch 3 weitere Tools für euren Aufhebhelfer dabei. Und zwar ist da so eine Hakenspitze dabei, so ein Häkchen. Nochmal eine Spitze und ein Skalpell und eben dieser Roller. Und den kann man sich einfach auf seinen Aufhebhelfer draufschrauben hier oben. Und das ist das magische Ding, mit dem wir super so einen Abreißkalender machen können. Genau, und das lege ich mir jetzt, wie gesagt, bei 1,5 cm von unten an. Und jetzt drücke ich mir das richtig gut hin, also richtig gutes Lineal festhalten. Und dann einmal mit diesem Roller und mit viel Druck diese Linie nachfahren. Dann müssen wir das noch hier verlängern. Nochmal richtig ordentlich anlegen und nochmal mit viel Druck da drüber gehen. Dann haben wir hier eine richtig
also ich weiß gar nicht, ob man es sieht in der Kamera, eine Linie mit lauter kleinen Schnitten. Ich weiß nicht, ob sie es scharf stellt. Hier sieht man es auf der Kante, also es sind lauter kleine Schnitte und da kann man das dann super abreißen. Und mit unserem kurzen Teil machen wir das auch nochmal. Nochmal bei 1,5 cm anlegen. An der langen Seite jetzt diesmal. Auch quasi. Und nochmal richtig gut andrücken und nochmal richtig drüber fahren. Ich habe jetzt hier, bin ich ein bisschen abgekommen vom Weg. So. Aber genau, da muss man eben gucken, dass man sich da gut an dem Lineal festhält sozusagen. Und dann haben wir hier unsere Karten schon. Und die schneiden wir uns jetzt einfach noch zu. Nochmal mit dem Papierschneider in Stücke mit jeweils 5 cm Breite. Also ich lege mir die lange Seite an und schneide mir jetzt einfach in 5 cm Breite meinen Abreißkalender zu. Und dann habe ich 7 Tage. Und ihr könnt es natürlich beliebig vergrößern oder verkürzen oder verlängern. Mehr, weniger, das ist euch komplett selber überlassen. Ihr müsst dann nur eben darauf achten, wenn ihr die Karte verschenkt, dass ihr das dann auch zeigt, draufschreibt, wann man das aufmachen darf zum Beispiel. Und dann braucht ihr noch ein zweites Stück in Waldmoos. Das hat jetzt das Maß 8 cm x 5 cm. Und das lege ich mir einmal um diesen ganzen Stapel rum. Und zwar lege ich mir das hier so an, dass es minimal über diesen kleinen Strichen ist. Die seht ihr jetzt wahrscheinlich nicht. Und dann klappe ich mir das einmal so nach hinten, dass es so eine schöne Umrandung gibt. Und dann kann ich mir hier unten das nochmal richtig schön nachschneiden. Ich würde es immer so ausmessen, dass es dann passt, weil es kann schon sein, dass es mal ein bisschen anders, nicht ganz gleich bündig ist oder so. Also ich kann euch auch nochmal das Maß sagen, was das jetzt dann hat, aber am besten passt ihr es wirklich so an. Ich habe jetzt mir hier eine Linie hingemacht und schneide mir das noch einmal kurz nach, dass ich dann wirklich die perfekte, passende Länge habe. Es wären jetzt 7,9 cm. Also dann müsste das passen. Also so passt es jetzt genau gut. Unten ist es ein schöner Abschluss. Und dann lege ich mir das oben nochmal an und falze mir das nochmal richtig schön da außen rum, damit es dann wirklich gut aussieht. Und jetzt kommt so ein bisschen Klebearbeit. Jetzt klebe ich alles aufeinander. Also alle diese ganzen Elemente klebe ich mir da an, wo, also überhalb von diesen Rissen. Ich hoffe, ihr seht das. Also hier ist diese Schneide, dieser geschnittene Teil, vorgeschnittene Teil. Und immer diesen oberen Bereich mache ich voll Kleber und klebe den einfach auf den nächsten. Und so gehe ich jetzt einfach alle mal durch mit ein bisschen Flüssigkleber. Das ist eigentlich super, wenn ihr Flüssigkleber nehmt, weil dann könnt ihr nochmal ruckeln, dass es nachher schön aufeinander liegt. Und dann wird das Ganze an der Vorderseite, also hier oben, wieder an diesem Vorderteil, noch an diesem grünen, an der grünen Lasche befestigt. Und außerdem noch an dieser Rückseitenlasche, aber auch nur oben, weil unten kann man dann noch was drauf machen. Da kommt noch ein bisschen Deko hin, also auch nur oben ankleben. Und dann haben wir schon einen richtig schönen kleinen Kalender. Ihr könnt, wenn ihr wollt, das Papier jetzt noch so ein bisschen schon mal vorbereiten. Also wenn man das so ein bisschen nach vorne biegt, das brauchen wir nachher eh für die Deko, aber so hat man schon mal ein bisschen das angeknickt, dann kann man es leichter abreißen. Und dann habe ich mir jetzt hier lauter kleine Zahlen ausgestanzt. Ich habe hier den Buchstabenmix benutzt und habe mir da einfach alle Zahlen mit Grün oder Waldmoos ausgestanzt und habe hinten drauf, bevor ich das gestanzt habe, schon mal so eine Klebefolie gemacht, dass ich mir jetzt da leichter tue im Aufkleben. Und ich glaube, ich lasse euch da jetzt kurz den Schnelldurchlauf laufen. Ihr seht, dass hier ist die Klebefolie hinten drauf.
und mache mir einfach von 7 runterwärts alle Zahlen einmal mittig schön drauf. Und weil wir schon dieses tolle Tool haben hier, wollen wir das auch gleich noch weiter ausprobieren. Ich nehme jetzt für die andere Seite, also ihr seht, man hat da verschiedene Tools, die man einspannen kann, auch noch dieses spitze Ding. Und mit dem kann man hoffentlich die Klebefolie, die da hinten drauf ist, lockerer und einfacher runter machen. Wie wenn man das nur mit dem Fingernagel macht. Ja. Genau. Also einfach Klebefolie abnehmen und dann einmal schön mittig draufkleben. Okay, jetzt habe ich alle Zahlen drauf und ganz auf die Unterseite habe ich mir schon ein paar kleine Sachen hergerichtet als Deko. Da mache ich mir einmal diesen kleinen süßen Rahmen drauf. Das ist eine lustige Stanzform, weil die kurbelt man nur einmal durch und hat dann zwei ausgestanzte Teile, die super aufeinander passen. Und dieses Element hier setze ich mir mit ein bisschen Abstand drauf, also mit so einem Dimensional innen rein. Dann hat man da auch gleich einen schönen Gruß für die Karte. Kann man natürlich auch außen drauf machen, aber ich finde, es ist cool, wenn dann am Schluss nur noch das dran steht, dass da noch ein schöner Spruch ist. Ausgestanzt habe ich mir das Ganze mit diesen Stanzformen. Das war diese kleine hier oben. Also ihr seht, das ist nur eine Umrandung. Da kommen zwei Teile raus. Die heißen Liebe über alles, haben diese Bestellnummer. Und dann können wir mit unserer Karte schon weitermachen. Einmal kurz gucken, dass es richtig um ist. Und ich fange auch gleich an mit diesem großen Element, das ich mir als erstes draufklebe, mit Flüssigkleber auch wieder. Und setze mir das so ein bisschen auf die Seite von der Karte, möglichst gerade, dass der Rand hier schön gleichmäßig ist. Und dann kommen meine ausgestanzten Elemente, diese Bäume. Das ist ganz cool, da ist so eine zweite Stanzform dabei, wo hinten jetzt auch Klebefolie drauf ist, wo dieses Bäumchen noch so ein bisschen vergoldet. Kann man dann hier auf den Baum aufbringen. Die sind einfach total schön. Die sind mit so Kupfer-Goldfolie ausgestanzt. Und jetzt wäre die Karte eigentlich schon fast fertig, aber ich finde, da braucht es noch ein paar schöne Steinchen drauf. Und da benutze ich jetzt die Chili und Perlglanz selbstklebende Beeren. Die haben diese Bestellnummer und die kommen auch noch ein bisschen drauf. Einfach noch so als letztes Highlight, finde ich, passt da Rot total schön dazu. Ein paar rote Bärchen. Könnte man auch als Weihnachtskugel natürlich drauf machen, aber dann bräuchte man noch mehr. Ich bin da ein bisschen sparsamer. So. Und innen rein, da haben wir noch dieses schöne Motiv. Da passt auch perfekt diese dreikugelige, das dreikugelige Element drauf. Dann hat man innen auch einen schönen, eine schöne Dekoration. Was für eine schöne Karte. Und ihr seht jetzt hier im Vergleich das Designerpapier. Hier ist noch mehr los natürlich mit dem Hintergrund. Da ist es auch golden und glänzt und funkelt. Hier ist ein bisschen weniger. Und beide haben eben diesen tollen Abreißkalender da drauf. Ich finde, das ist schon eine ganz coole Kartenidee. Und ich hoffe, es gefällt euch auch so gut wie mir. Und ihr habt Freude dabei, das nachzubasteln und dann zu verschenken. Für Highlights. Vielleicht auch zur Hochzeit nur noch 5 Tage und dann ist der große Tag da, oder? Ja, da fällt euch bestimmt was ein. Ich danke euch jetzt ganz herzlich fürs Zuschauen und blende euch auch noch weitere Videos ein, damit ihr noch weiter schauen könnt. Auch das andere Video blende ich ein, sobald es online ist. Oder vielleicht ist es auch schon online mit dem anderen, mit der anderen Idee für so eine Countdown-Karte oder eine Abreißkarte. Und ich freue mich, wenn ihr weiterschaut. Und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben. Da freue ich mich auch. Oder natürlich den Kanal abonnieren.
Und ja, jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal, kreativiert was Neues. Ich freue mich auf euch. Tschüss!